gehört nicht zu jeder wirklich dauerhaften, langen, glücklichen und erfolgreichen Ehe auch mal so eine ganz kleine Phase, wo man vielleicht mal kurz drüber nachdenkt, ob das alles richtig ist. Es ist ein Test, um zu beweisen, wie wahr diese wahre Liebe ist. Es ist eine Chance, sich auch weiterzuentwickeln und dadurch auch wieder Raum für neue Geschichten zu schaffen. Insofern ist es jetzt natürlich erstmal bitter, aber im Großen und Ganzen eine ganz große Chance für dieses Paar auch noch viel enger und viel stärker zusammenzuwachsen, weil Liebe lässt sich unter Leichtigkeit und Sonnenschein immer leicht leben, aber ja. So ein Paar oder so eine Partnerschaft beweist sich tatsächlich erst in schwierigen Zeiten. Christoph ist jemand, der ihr Aufmerksamkeit schenkt, der sie auch herausfordert und das ist in gewisser Weise schon reizvoll auch. Also und das bedeutet nicht, dass er der bessere Mann ist oder derjenige, der sie glücklicher machen könnte, aber es ist etwas, was Eva in dem Moment braucht. Und im Grunde hat sie ja auch einen Hang zu Männern, die schwierig sind. Mhm. Sonst wäre sie nicht mit Robert zusammen. Sie ist aufrecht, geradeaus, grundehrlich und handelt völlig unberechenbar immer aus Liebe heraus. Und ich glaube, das fasziniert viele Menschen, einen Partner zu wählen, der etwas ausstrahlt, etwas mitbringt, was man an sich selber vielleicht, will nicht sagen vermisst, aber sucht. Ich glaube, das ist eine ganz große Faszination. Ich glaube, dass Eva fasziniert ist von einer Seite, die sie selber in sich nicht kennt. Und natürlich, dass er ein starker Mann ist, der weiß, was er will und einfach bedingungslos seine Liebe zeigt. Ja, ich denke, das kann schon faszinierend sein, wenn das ein Mensch für einen tut. Uta ist wirklich eine ganz, ganz tolle Kollegin, mit der man einfach ganz mutig den Weg von Liebesszenen gehen kann. Für mich stimmt die Chemie da, dass man gemeinsam Dinge ausprobiert und im großen Respekt voreinander wirklich auch ein Stückchen weit in Liebesszenen hineingeht und sich öffnet. Alles, was ich mit Dieter spielen darf, beruht auf einer großen Konzentration auch. Also es ist anders als mit Lorenzo. Wir lachen viel, was nicht bedeutet, dass ich mit Dieter keinen Spaß habe, aber es ist ein anderes Miteinanderarbeiten. Irgendwie macht das dieses Paar ein bisschen menschlicher, ein bisschen greifbarer. Sonst wäre es einfach zu perfekt. Und damit die Identifikation auch funktioniert, wünschen sich manche Leute vielleicht auch zu sehen, wie wir mit so einem riesen Konflikt auch klarkommen. Nicht, dass immer alles funktionieren soll bei uns, sondern dass wir auch mal schauen, wie machen die das dann eigentlich, wieder auf dieses Schiff hinaufzusteigen, beide und in den sicheren Hafen zurückzukehren. Und das ist ja im Grunde auch das Schöne und die Chance, dass wir als ehemaliges Traumpaar oder als immer noch. Zeigen dürfen, dass Liebe nicht immer so einfach vonstatten geht und dass es Konflikte gibt, die man lösen kann. Auch absolut. Tatsächlich muss auch. Ja, und im Grunde, dass sich wahre Liebe oder große Liebe darin zeigt, dass sie Hindernisse übersteht und auch mit Konflikten umgeht und dadurch auch wächst.